Hi und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Richtig Schwanger. Heute beginnt das Video mal ganz anders als meine anderen, denn hierzu, zu diesem Thema, habe ich gar keine Fragen bekommen, aber es ist mir ein Anliegen, trotzdem dieses Thema zu besprechen. Es geht um das Thema Angst vor der Geburt. Viel Spaß beim Video. Es gibt eine ganz einfache Erklärung, warum ich gerade zu diesem Thema fast gar keine Fragen bekomme, weil es ein absolutes Tabuthema ist. Und wer mich kennt, der weiß, gerade Tabuthemen spreche ich an, damit darüber gesprochen wird. Es gibt sicherlich viele Dinge rund um das Thema Schwangerschaft, was man mit der besten Freundin oder der Mutter oder irgendeiner Verwandten besprechen kann. Aber über die Angst vor einer Geburt zu sprechen, ist ganz oft eine Hemmschwelle, die nicht überschritten wird. Man hat natürlich Angst, verurteilt zu werden. Wenn man jetzt die Mutter fragt und sagt, Mama, ich habe Angst vor der Geburt, lacht ihr einen aus und sagt, du, ich habe 4 Kinder bekommen, damals gab es noch nicht so eine tolle Medizin und es hat trotzdem funktioniert, also stell dich mal nicht so an. Oder die Freundin, die schon das dritte Kind bekommen hat, ohne PDA, ohne nichts, komplikationslos, alles war wunderbar. Man traut sich natürlich nicht, mit diesem Thema auf solche Leute zuzugehen. Aber bevor ich näher in das Thema einsteige, sei eines vorweg gesagt. Angst vor der Geburt haben fast alle. Und das ist auch völlig normal und legitim und total verständlich, selbst für einen Mann. Übrigens, ich werde natürlich sehr oft damit konfrontiert, ja, du als Mann, du kannst das ja eh nicht nachvollziehen, du hast keine Ahnung, was wir durchmachen, du kennst die Schmerzen ja nicht. Und darauf reagiere ich immer ehrlich wie auch wahrheitsgemäß, ja, stimmt, ich werde das niemals erfahren und wenn ich es erfahren sollte, wäre das schon sehr spooky und dann müsste ich mir Gedanken machen. Aber Fakt ist, natürlich werde ich das nicht erleben, natürlich kann ich das nicht nachvollziehen, solche Schmerzen. Ich kann nur im Hintergrund stehen, kann vor jeder Geburt und jeder Frau den Hut ziehen, aber kann gleichzeitig auch niemanden verurteilen. Denn ich habe jetzt nicht 3 Kinder ohne PDA geboren oder irgendwas. Das heißt, ich kann es auch nicht verurteilen, weil ich gar keine anderen Erfahrungen gemacht habe. Und deswegen kann es auch ein Vorteil sein, wenn man als Mann so ein bisschen außenstehend ist, die ganzen Dinge außenstehend betrachtet, sich seine Gedanken dazu macht und dann mit den Frauen ganz neutral darüber sprechen kann, was für Ängste herrschen. Und zu den Ängsten kommen wir jetzt mal. Da gibt es ungefähr, sagen wir mal, 5, die am meisten genannt werden. Auf Platz Nummer 1 meiner Meinung nach und damit die größte Angst vor der Geburt stellt die Angst vor dem Geburtsschmerz dar. Und was soll man da schönreden? Es gibt nichts schön zu reden und wer mich kennt, der weiß ganz genau, so einer bin ich auch nicht. Ich spreche es immer auf den Punkt an und man muss sagen, eine Geburt ist schmerzhaft. Das ist die Natur der Dinge. Es gibt keine schmerzfreie oder schmerzlose Geburt. Aber man muss natürlich dazu sagen, und ich habe es in den Wehen-Videos auch schon ein bisschen angesprochen, jede Frau hat auch ein unterschiedliches Schmerzempfinden. Ja, die eine Frau, die stößt sich an der Tischkante und schimpft auf den Tisch und klopft nochmal drauf und sagt, scheiß Tisch. Und die andere kringelt sich am Boden zusammen und kollabiert fast vor Schmerz. Das gibt es, das ist Fakt. Und da muss sich auch keiner schämen, wenn er ein bisschen schmerzgeplagter ist als ein anderer. Also halten wir mal fest, eine Geburt, ja, die ist schmerzhaft, jetzt kommt das große Aber es gibt Methoden, wie man den Schmerz lindern kann. Es gibt Methoden, die man vorher schon anwenden kann und es gibt natürlich Methoden, die man unter Geburt anwenden kann. Eine super Methode und die einen werden jetzt vielleicht lachen, weil sie nicht dran glauben. Ich bin selbst jemand, der Mediziner ist, der also an sowas vielleicht auch gar nicht so glauben müsste, aber autogenes Training, Muskelentspannung kann super helfen. Wenn man seinen Körper kennt, wenn man seine Beckenbodenmuskulatur kennt und die kann man kennenlernen durch solches Training, kann man auch super gut während der Geburt seinen Körper steuern, seinen Muskeltonus steuern. Denn wenn man verkrampft, das ist wie beim Sport auch, wenn man ganz verkrampft ist, dann holt man sich die Verletzung, dann tut es besonders weh. Wenn man aber den Muskel lockern kann unter Geburt, dann fällt das Ganze viel leichter. Also Muskelentspannung, autogenes Training ist eine super Sache. Und was da sehr gut helfen kann, ist Yoga. Wer es noch nicht kennt, probiert es mal aus. Man lernt seinen Körper und seine Beckenbodenmuskulatur super kennen. Wenn ihr noch keine Hebamme habt, dann legt euch jetzt eine zu, denn viele Hebammen haben auch eine Weiterbildung, eine zusätzliche Fortbildung in Akupunktur. Und Akupunktur ist etwas, wo ich bis vor kurzem auch noch nicht so wirklich dran geglaubt habe. Dann hatte ich mal richtig Muskelverspannung, es war ein schlechter Dienst, ich war wirklich fertig und hatte krampfartige Schmerzen in der Nackenmuskulatur, hatte Kopfschmerzen und da kam eine Hebamme, steckt mir rechts und links so ein Ding in den Hals quasi und nach einer halben Stunde war es super weich, es war super durchblutet und meine Schmerzen waren weg. Also Akupunktur von mir, ein absoluter Daumen hoch. Fragt nach, guckt auch mal im Internet, ob es in eurer Nähe irgendeinen Akupunkteur oder eine Akupunkteurin, heißt das so? Ich glaube schon, gibt und ja, informiert euch einfach mal. Dann kommen wir so langsam zu Dingen, die wir während der Geburt machen. Das eben war ja schon so etwas, was man auch vor der Geburt schon machen kann. Während der Geburt kommen natürlich auch Ärzte und Hebammen ins Spiel. Es gibt natürlich Medikamente, die man auch unter Geburt bekommen kann und die wir auch verabreichen, wenn eine Frau sehr schmerzgeplagt ist.
Da hat jede Klinik so die eigenen Standards, die eigenen Schmerzmittel, aber einfach auch verlangen, einfach danach fragen, gibt es etwas Schmerzlindendes für mich? Es gibt hoffentlich keine Hebamme und keinen Arzt, keine Ärztin, die das einfach ablehnen. Natürlich muss man damit so ein bisschen hausieren, man kann jetzt nicht die ganze Zeit da Schmerzmittel reinkippen, aber um das Gröbste abzufangen, abzupuffern, kann man auf jeden Fall mal zu Schmerzmitteln greifen. Da gibt es von einer ganz kleinen Stufe, haben wir einen Schrank voll, wo es immer weiter nach oben geht, wo zum Schluss wirklich, jetzt kriege ich hier schon die Nachrichten, wo zum Schluss wirklich ein Opioid steht quasi, was wirklich gut helfen kann unter Geburt und was einem wirklich den Schmerz auch lindern kann. Und als nächsten und letzten Punkt, und ihr habt sicherlich schon auf das Wort gewartet, ist natürlich die PDA. Ja, diese Rückenmarksnarkose unter Geburt, die gibt es, die wird sehr häufig angewandt und kann ein absoluter Segen sein unter Geburt. Mir hat jetzt mal ein werdender Vater, oder jetzt ist er ja schon Vater, gesagt, er hätte schon im dritten Schwangerschaftsmonat eine PDA verlangt. Das war natürlich, da hat er den Hut vor seiner Frau gezogen, wie toll die das eigentlich gemacht hat. Die hat dann irgendwie bei 5, 6 cm eine PDA verlangt und er fand das völlig in Ordnung und alle fanden das völlig in Ordnung. Natürlich ist das eine Möglichkeit, den Schmerz einfach komplett abzufedern, abzupuffern. Bei uns machen das die Narkoseärzte, also die Anästhesisten, und je nachdem, wie gut diese Rückenmarksnarkose sitzt, kann man den Schmerz super wegnehmen und trotzdem hat man noch Pressdrang, also man kann trotzdem noch mitpressen, das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Das heißt, Schmerz weg, ja, aber trotzdem noch mithelfen bei der Geburt. Das ist die optimale PDA. Jetzt gibt es natürlich auch Damen, die kommen schon, weiß ich nicht, bei den ersten Senkvenen und wollen sofort PDA. Das ist schwierig und da sagen auch die meisten Hebammen und Ärzte und Ärztinnen erstmal, warten wir noch ein bisschen, weil man unter Geburt auch einfach ein bisschen mobil sein muss. Man muss euch rechts, links, man muss mal aufstehen, man muss mal vielleicht mal in die Wanne gehen. Und wenn man eine PDA sitzen hat, kann man sich eigentlich nicht mehr bewegen. Man liegt geplättet im Bett und das ist unter Geburt gar nicht so toll. Der Geburtsvorgang ist reine Mechanik. Dieses Köpfchen muss irgendwie in das Becken rein und da kann man durch Bewegung der Mutter auch helfen, durch die Schwerkraft, dass das Köpfchen sich besser in das Becken einstellt. Und wenn das nicht mehr gegeben ist, wenn man also einfach nur geplättet im Bett liegt und das Köpfchen will und will sich nicht einstellen, ist natürlich total ungünstig für alle Beteiligten. Die Geburt dauert ewig, am Ende endet es noch in einem Kaiserschnitt, weil es irgendwie nicht vorangeht, weil man die Frau nicht bewegen kann. Deswegen sagen viele Hebammen und viele Ärzte und Ärztinnen einfach, wenn der Muttermundsbefund noch ganz unreif ist, erstmal nein zur PDA, lieber die Schmerzmittel, die wir eben schon genannt hatten. Und wenn man dann bei ein paar Zentimetern ist, das ist auch klinikverschieden und auch individuell auf die Frau verschieden zugeschnitten, kann man über eine PDA sprechen. Und ich finde es ein absoluter Segen, dass es sowas heutzutage gibt. Natürlich darf man damit nicht inflationär umgehen und jede Frau mit einer PDA bestücken. Viele wollen es auch gar nicht tatsächlich, was natürlich heroisch ist. Aber man sollte natürlich auch nicht jetzt bei jeder Frau sofort den PDA-Zettel ausfüllen lassen. Aber das ist eine Option, die ist im Hinterkopf, auch für euch im Hinterkopf. Die gibt es und das ist eine super Möglichkeit, den Schmerz zu nehmen. Die zweitgrößte Angst besteht meines Erachtens in der Angst vor dem Dammriss oder dem Dammschnitt, einfach der Angst dabei verletzt zu werden. Das ist natürlich auch eine Angst, die man gut nachvollziehen kann. Welcher Mensch möchte schon gerne verletzt werden oder welcher Mensch möchte schon gerne geschnitten werden oder irgendwas ähnliches. Es ist ganz natürlich, dass man davor Angst hat und damit zusammenhängt ist auch irgendwo die Angst ganz groß, dass man da so weit reißt oder dass so blöd geschnitten wird, dass man stuhlinkontinent wird, dass man einfach Probleme mit dem Stuhlgang hat danach, dass man nicht mehr richtig auf Toilette gehen kann, dabei Schmerzen hat oder noch schlimmer, dass man den Stuhlgang nicht halten kann, dass man also stuhlinkontinent wird. Und auch in der Hinsicht brauche ich gar nicht schönreden, möchte ich auch gar nicht, da möchte ich einfach ehrlich sein. Natürlich kann es gerade beim ersten Kind zu einem Dammriss kommen, das sind aber eher die kleinergradigen Dammrisse. Ich habe zum Dammriss und Dammschnitt ein eigenes Video gemacht, das verlinke ich euch hier oben irgendwo, schaut das mal an, da erkläre ich auch ganz genau, was da reißt und in welchem Grad das schlimm ist. Aber dazu muss man auch sagen, die Dammrisse, vor denen man vielleicht Angst hat und wo man im Internet irgendeine Horrorgeschichte gelesen hat, passieren super, super, super selten. Ich selbst habe das noch gar nicht erlebt. Die Dammrisse, die häufiger vorkommen, sind wirklich relativ klein. Die sind im Schnitt vielleicht so lang und gar nicht so tief und die kann man gut vernähen. Früher hat man das sogar gar nicht vernäht. Manche Dammrisse brauche auch ich oder wir nicht vernähen. Das lassen wir einfach so, das adaptiert sich dann selbst. Aber manchmal setzt man einfach nochmal gerne ein, zwei Stiche drüber in einer lokalen Betäubung, damit die Wundränder so besser aneinander kommen, einfach schneller und besser heilen. Und wenn es mal höhergradig reißt, also ein Dammriss dritten oder sogar vierten Grades, habe ich noch nie erlebt, aber sagen wir mal ein Dammriss dritten Grades, dafür sind wir ja da, dafür gibt es uns Ärzte, dass wir das einfach vernähen können. Klar kann es mal passieren, dass der Schließmuskel, und das ist ja unten das, wovon man Angst hat, dass es da reinreißt, kann der mal betroffen sein.
aber es ist ähnlich wie so ein Muskelfaserriss bei einem Sportler. Wir haben Gott sei Dank einen Körper, der von selber heilt, der also sich selber regenerieren kann. Man muss ihm nur ein bisschen nachhelfen, damit das Ganze schneller geht. Und da kommen wir ins Spiel. Wenn wir also einen Schließmuskel verletzt haben oder wenn der Schließmuskel durch die Geburt verletzt wurde, nähen wir dies wieder so gut aneinander, dass das relativ schnell und folgenlos vor allen Dingen abheilen kann. Natürlich ist die Angst irgendwo berechtigt, aber ich finde es immer ein bisschen grotesk, wenn die Leute vor so einem Dammriss Angst haben und ein Kaiserschnittnarbe ist fast 10 cm lang und groß und da muss man genau durch den Bauch durchschneiden. Also das in der Relation gesehen, muss man sich einfach nochmal vor Augen führen, ist natürlich ein ganz anderer Eingriff, wenn man jetzt sagt, aus Angst vor einem Dammriss mache ich lieber einen Kaiserschnitt. Und das ist irgendwo nicht die richtige Gewichtung von der Priorität. Da sollte man doch drüber nachdenken. Schaut euch gerne nochmal mein Dammriss-Video an. Ich glaube, da wird einigermaßen klar, was da genau reißt und dass das vielleicht unterm Strich gar nicht so schlimm ist. Es gibt die Horror-Stories, die möchte ich auch gar nicht wegreden, aber die sind super, super, super selten. Was man auch oft gefragt wird oder womit man konfrontiert wird, ist die Angst davor, bei der Geburt Stuhlgang zu haben. Und ich finde auch, das ist eine ganz menschliche und nachvollziehbare Angst. Wer möchte schon gerne vor dem Partner oder vor der Schwiegermutter oder Mutter oder wen auch immer ihr vielleicht bei der Geburt dabei habt, wer möchte schon vor denen Stuhlgang haben? Das ist was ganz Intimes, ein ganz intimer Moment und das möchte man auf keinen Fall, dass irgendwer anders das sieht. Und davor ist die Angst natürlich sehr groß, dass man unter Geburt Stuhlgang hat, dass das passiert und andere Leute sehen das. Und auch hier bin ich ganz ehrlich mit euch, ja, das passiert. Es passiert jetzt nicht bei jedem Mal, aber es kann passieren. Und das Groteske an der Geschichte ist, jeden Geburtshelfer wird das freuen. Jeden Geburtshelfer freut es, wenn die Frau bei der Geburt Stuhlgang hat, weil das heißt für uns, das Köpfchen kommt tiefer. Und das Köpfchen kommt so gut tiefer, kommt um die Kurve, dass es quasi den Darm auspresst, ausringt, wie so quasi eine Zahnpastatube. Und das ist gar nichts Schlimmes, etwas ganz Natürliches und das kann passieren. Jetzt gibt es die eine Fraktion, die sagt, okay, das passiert mir nicht vorher, mache ich abführende Maßnahmen, ich esse Trockenpflaumen, weiß der Geier irgendwas, dass mein Darm schön leer ist. Ja, also wenn man das gut planen kann mit den Wehen und wenn man das hinbekommt, ist das eine super Sache. Selbst früher in der Geburtshilfe und auch heute noch macht man das manchmal, um einfach den Darm oder auch den Gebärmutter ein bisschen anzuregen, dass da was passiert. Aber wenn du jetzt zu Hause einen Blasensprung hast oder kriegst auf einmal starke Wehen, das kann ja von jetzt auf gleich losgehen, dann bleibt dafür keine Zeit mehr. Macht euch da bitte keinen Kopf, das passiert und es ist auf gut Deutsch wirklich scheißegal. Also das ist nichts Schlimmes und die Angst davor, dass jemand anders das sehen könnte, der Partner, die Mutter, wen auch immer ihr dabei habt, das kann ich euch direkt mal nehmen. Denn in der Regel stehen ja die Angehörigen oben am Kopfende und sind für euch da, sind total darauf fixiert, euch zu helfen, euch zu streicheln, zu küssen, irgendwas ins Ohr zu flüstern oder anzufeuern, anzuschreien. Denen ist völlig egal, was gerade in dem Augenblick da unten passiert. Zumal die Hebamme das sofort auch wegwischt. Ihr dürft euch das auch nicht so vorstellen, dass das ist wie auf einer normalen Toilette, dass da, weiß ich nicht, ein Kilo Kot rauskommt, sondern das ist mal ein bisschen. Das macht man sofort weg. Das kommt in den Mülleimer. Keiner riecht das, keiner sieht das. Und kein Partner, keine Mutter bekommt das jemals zu Gesicht. Also davor keine Angst haben und auch keine Scheu davor, wenn man das Gefühl hat, man muss unter der Geburt auf die Toilette. Man muss jetzt. Das ist völlig normal, dieses Gefühl. Und man darf nicht versuchen, den Po zusammenzukneifen und das Kind irgendwie rauszupressen. Das funktioniert nicht. Wir als Geburtshelfer sehen das, dass der Popo sich zusammenzieht und die Frau versucht trotzdem zu pressen. Es wird nicht funktionieren. Lasst los. Uns ist es egal. Die oben sehen das nicht. Und es gibt momentan auch echt Wichtigeres in der Situation als so ein bisschen Stuhlgang irgendwo. Also da müsst ihr euch wirklich befreien von und wirklich pressen, was das Zeug hält. Ganz viele Geburtshelfer sagen sogar, bitte pressen wie beim Stuhlgang. Ich kann es mir nicht vorstellen, ich werde es mir auch nie vorstellen können, weil ich niemals ein Kind gebären werde. Aber es muss sich wohl ähnlich anfühlen. Macht euch frei, gebt Gas und scheiß drauf, was da unten passiert. Jetzt kommen wir zu einer Angst, die jeder im Leben mehrfach durchlebt. Es kann mir keiner erzählen, dass jemand das noch nicht hatte, das Gefühl, Angst vor einem besonderen Moment oder Angst vor einer besonderen Situation. Und das ist die Geburt eben. Das ist ein once in a lifetime, vielleicht auch zweimal, dreimal oder auch viermal, wenn ihr Glück habt. Aber diese Situation ist jedes Mal neu und ist jedes Mal ganz spannend und aufregend und natürlich hat man da auch ein bisschen Angst vor, gewisse Angst davor. Das sind genau die Ängste, die man auch vor einer Klausur hat oder vor einem Bewerbungsgespräch, das erste Mal vor dem neuen Chef auftreten, einem Vortrag, den man vor vielen Leuten halten muss oder auch der erste Besuch bei den Schwiegereltern. Ich habe mich mega eingeschissen, muss ich sagen. Das ist völlig normal, dass man vor so einer besonderen Situation auch eine gewisse Furcht und Ehrfurcht hat. Manche können mit solchen Situationen ganz gut umgehen, die wissen das einzuschätzen. Zum Beispiel kannte ich das immer sehr gut vom Sport. Man weiß einfach vor einem Wettkampf oder vor einem Turnier, dass man diese Aufregung hat, dass das normal ist, dazugehört.
Aber wenn man jetzt keinen Sport macht und ein ganz relaxter Geselle ist und das nicht so oft hat, macht einen dieses Gefühl vielleicht besonders viel Angst. Jeder hat so seine eigenen Strategien, mit sowas umzugehen. Vielleicht kennst du es ja auch irgendwie aus Sport oder Beruf. Also macht genau dasselbe, was ihr in solchen Situationen auch gemacht habt. Die einen sprechen gerne drüber, die anderen sind ganz zurückgezogen und machen ihr Ding. Die anderen lesen, die anderen häkeln, stricken. Es gibt zig Methoden, um mit diesem Stress, mit diesem positiven Stress der Aufregung und der Angst, die so ein bisschen damit einhergeht, umzugehen. Und genau das solltest du jetzt auch machen. Die alten Rituale, die du in den Situationen schon mal gemacht hast, wieder machen. Es gibt zum Beispiel, und da bin ich auch ein großer Fan von, die Situation sich vorzustellen, immer wieder durchzugehen, Kopfkino zu haben. Wie ist das beim Bewerbungsgespräch? Was sage ich? Was erzähle ich? Und ähnlich könnt ihr es auch bei der Geburt machen. Klar ist das dann etwas Spontanes, was auftritt und situationsbezogen ist, aber man kann schon so ein bisschen überlegen, okay, bin ich lieber in der Position, in der Position, wie kann ich es mir gut vorstellen? Und wenn man das schon mal ein paar Mal durchgespielt hat im Kopf, ist die Situation, wenn sie eintritt, vielleicht gar nicht mehr so beängstigend. Und als letzte Angst vor einer normalen Geburt, das geht mit dem Punkt eben fast einher, ist die Angst zu versagen. Versagensängste sind völlig natürlich, völlig normal, dass man es nicht schafft, dass alle anderen es irgendwie hinbekommen haben, nur ich kriege das irgendwie nicht hin, ich weiß das jetzt schon, ich bin nicht stark genug, ich bin nicht so stark wie die eine oder die andere, die ich kenne, ich kriege das niemals hin. Das sind ganz normale Gefühle und ganz normale Gedanken, die man bei oder auch vor der Geburt haben kann. Also es kommt schon nicht selten vor, dass die Frauen mitten unter der Geburt Presswehen haben und sagen, ich schaffe das nicht, ich schaffe das nicht. Aber auch hier möchte ich euch beruhigen, denn es sind ja Leute da, die euch dabei helfen. Das ist ja viel besser als in irgendwelchen Klausuren oder in irgendwelchen Vorstellungsgesprächen. Hier sind jetzt wirklich Menschen, die was davon verstehen, die euch helfen können. Andererseits ist natürlich da auch noch vielleicht ein Partner dabei oder die Mutter oder wer auch immer dabei ist. Also da sind Leute, die möchten dir helfen. Und gerade die Hebamme am Fußende hat natürlich schon viele, viele Geburten erlebt, hat viel mitgemacht, begleitet diese Geburt, also deine Geburt von Anfang bis Ende. Und sag dir genau, was du zu tun hast und was du nicht zu tun hast. Wenn du also unter der Geburt einigermaßen gut drauf hörst, ich weiß, es gibt Situationen, gerade unter Presswehen, da geht das hier rein und da raus, aber wenn man versucht, drauf zu hören, was die Hebamme einem sagt, kann man gar nichts falsch machen. Das waren so meine Top 5 zum Thema Angst vor Spontangeburt, also Angst vor der normalen Geburt. Und fassen wir jetzt nochmal ganz kritisch zusammen. Angst vor Schmerzen. Etwas völlig Normales hat jeder Mensch. Jeder Mensch hat Angst vor Schmerzen. Angst davor, sich zu verletzen oder verletzt zu werden. Was völlig Normales, das hat jeder Mensch. Natürlich, jeder Mensch hat Angst davor, sich zu verletzen oder dass jemand anders einem Schaden zufügt. Das ist etwas ganz Normales, etwas Natürliches. Angst davor, sich vor anderen bloßzustellen. Völlig normal, hat jeder Mensch. Kein Mensch der Welt möchte sich vor anderen bloßstellen. Das ist etwas Unangenehmes, das möchte man nicht und gerade vor seinen Liebsten oder vor fremden Menschen möchte man sich einfach nicht bloßstellen. Ganz normal. Angst vor besonderen Situationen. Ich kann gar nicht zählen, wie oft ich Angst vor einer besonderen Situation habe und auch heute noch habe. Das ist etwas ganz Natürliches, das ist etwas völlig Normales. Da braucht man sich nicht irgendwie komisch fühlen, wenn man sowas hat. Ganz normal. Versagensängste. Versagensängste, völlig normal. Hat auch jeder Mensch. Kein Mensch möchte versagen und gerade vor anderen, die irgendwie auf einen hoffen oder irgendwie auf einen pochen, möchte man doch nicht versagen. Gerade wenn es darum geht, das eigene Kind zu gebären. Man möchte sich ja nicht vorsagen lassen, man kriegt das nicht hin, sein Kind normal zu bekommen. Das ist ein völlig normaler Gedanke. Den hat man vor der Geburt, den hat man während der Geburt. Aber man muss lernen, damit umzugehen. Ganz normal. Ganz ehrlich, ich glaube, jede Frau hat Angst vor der normalen Geburt, selbst wenn schon das zweite oder dritte Kind ist und man hat das schon mal irgendwie durchlebt. Trotzdem ist da die Angst da. Das ist was Natürliches. Und jede, die was anderes behauptet, behaupte ich, ist eine Lüge. Ich glaube nicht, dass es eine Frau gibt, die ganz eiskalt und easy in so eine Geburt reingeht, das Kind da hinlegt und dann wieder nach Hause geht. Ich glaube, jeder hat Angst davor. Und das ist auch etwas Natürliches, was Normales. Sprecht drüber. Sprecht mit Freundin drüber, sprecht mit der Mutter drüber. Sprecht wirklich über diese Probleme, über die Ängste. Das kann nur helfen. Und es gibt überall andere Frauen, die genau dieselben Sorgen haben, genau dieselben Ängste haben wie du. Und es hilft einfach, wenn man diese Themen oder diese Sorgen einfach teilt. Dann ist einem nämlich klar, okay, ich bin nicht die Einzige, die mit diesen Problemen dasteht. Das ist was Normales. Und ich kann nur daran appellieren, versucht es wenigstens. Man kann immer noch sagen, okay, es klappt nicht, ich kann das nicht, ich schaffe es nicht. Man kann immer noch diesen Kaiserschnitt machen, der da im Raum steht, aber ihr müsst wenigstens euch nicht nachsagen lassen, ihr hättet es nicht wenigstens versucht. Das seid ihr euch schuldig, das seid ihr dem Kind schuldig, das ist mein großer Appell.
Angst ist da, okay, aber versucht es. Und zu guter Letzt möchte ich euch noch ein kleines Geheimnis verraten und ich bitte, dies nicht preiszugeben. Also, wir Männer, wir haben ja ein X- und ein Y-Chromosom. Und wenn man sich das mal genau anguckt, dann sieht dieses Y-Chromosom ja so ein bisschen aus wie ein verkrüppeltes, kaputtes X-Chromosom. Und ich glaube, ich muss da irgendwann mal eine Doktorarbeit zu schreiben. Ich glaube, auf diesem Teil, auf diesem kleinen X-Teil, was da fehlt bei dem Y-Chromosom, liegt die Gabe, ein Kind zu bekommen. Deswegen, wir Männer hätten das niemals hinbekommen. Das gäbe uns nicht mehr, wenn wir Männer Kinder bekommen müssten. Ein großes Lob, großen Respekt, ich kann das immer nur ehrfürchtig sagen vor euch Frauen, die die Kinder bekommen müssen. Und wir Männer können immer nur daneben stehen und Chapeau sagen, den Hut ziehen. Ich habe jedes Mal vollsten Respekt vor jeder Frau, die das normal hinbekommt. Also, in diesem Sinne, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen nach oben da. Verratet mein Geheimnis nicht. Abonniert mich natürlich bei Facebook und Instagram. Da poste ich ab und zu mal auch so ein paar Internas aus dem Kreissaal. Also nichts verpassen, adden. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Viel Spaß beim Weiterbrüten und Kinder bekommen. Bis dahin, ciao.